Liebe Leute, willkommen im Mofa-Paradies. Jetzt habe ich hier wieder ein paar wunderschöne alte Piaggio Ciao. Aber der ist extrem gut im Zustand, also wirklich auch mit den Speichern, die sind sehr schön noch. Das Original mit dem Gitterchen vorne dran. Ich finde immer so schön mit dem schönen Gitter auf dem Licht. Und mit Speichenrädern, das ist eben ja ein. Ja, wirklich top Zustand. Sieht schön aus. Da hat es noch einen weißen. Auch schönes Töffli. Der alte Jock. Ja, das muss ich da wie neu. Doch. Und das blaue. Das ist mit dem alten Gepäckträger. Dem Ochsenfußlenker hat man dem gesagt. Ochsenlenker. Ucco. Ist auch schön, ja? Durch. Ist schon einfach verbaut. Mega cool. Weißt du, aus der Zeit. Da. Anthrazit. Ein bisschen staubig, aber schön. Originallenker. Wir haben den früher immer so reingezogen, so Franzosenlenker. Und so quasi voll gefährlich gefahren. War natürlich verboten, aber hat cool ausgesehen. Da hat es noch ein Carelli. Das ist mal übermalt worden, sehr unprofessionell. Ja, die Speichenräder, also die Felgen sind schön da, von Carelli. Carelli Mofa, 50 Kubik oder 49 Kubik. Geht noch weiter, liebe Leute, es geht noch weiter. Aha, Variomat. Doppel-Variomat, wow, der hat auch Variomat. Ah, der ist schön. Das Rote, das Dunkelrote. Ja, das ist ein schönes Töffli. Das Blaue. Ah, mit Variomat, mit den alten Seitenschützen und dem alten Trittbrett. So ein cooles Teil. Alte Lampe. Ein Öffner vielleicht sogar. Ja, mal probieren. Und dann geht es aber noch weiter. Das ist schön. Das ist wie aus dem Laden raus. Auch die Speichen. Mega gut im Schuss. Hey, mega gut. Das Rote, ciao. Das nehme ich, das gefällt mir am meisten. Schön, hey, wunderschön. Das ist doch die Nachfarbe. Ich denke nicht, nein, ich denke nicht. Doch. Ah, oh, die zwei Damen, die sind auch so cool. Stell dir vor, zwei Pärchen gehen in den Ausgang und jeder hat ein Damdem. Die Show. Die Show. Steht auch immer noch da. Mein Boot. Zitronen. Ja, manchmal nehme ich auch ein bisschen mit und führe auch ein bisschen durch meine Lager. Golf 1 Cabriolet. Und da hinten, das ist mega cool. Das ist jetzt voll gefährlich. Altes Carelli, Dreigang Mofa aus den 50ern. Da hinten noch ein grünes, ciao, das ist auch so speziell, das Grüne. Das Carelli ist ein mega cooles Motorrad. Ist ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr es hier seht. Hat auch die Originallampe dran. Ist soweit komplett, bis auf das Rücklicht, aber sonst soweit komplett. Das ist denn geil. Patina, so regelmäßig wie im goldenen Stil. Überall Patina. Das war mal hellblau. Hey, mega.
mit den Regenschützern vorne dran, so selten. Ich glaube, das ist das Einzige in der Schweiz. Ja, das ist das Einzige. Schauen wir, ob ich hier wieder rauskomme. Das Fahrrad ist übrigens auch gut. Das ist ein Relais. Englisches. Okay, mal schauen, ob ich da wieder rauskomme, ohne mir die Beine zu brechen. Sonst habt ihr ein geiles Video. Da habe ich noch auch etwas Cooles. Mach dann nachher noch ein Video. Das ist eine Garabé und eine Vespa. Ich liebe die italienischen. Das sind Räder von AP, Dreirad. Ah! Velosolex. Auch ganz geil. Die Zicke mit der Originaltasche hinten.